Que pasa, Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding. Bulletproof ERAs, gemischtes Feedback von euch. Ich stelle mich gerne nochmal zur Verfügung und erkläre euch, warum die Formel jetzt so aussieht, wie sie aussieht und warum sie deswegen tatsächlich besser ist. Und schön, dass ihr wieder am Start seid, hier bei einem weiteren etwas nerdigen Video. Ich habe mir hier lange Gedanken gemacht, wie ich das Ganze angehen möchte, denn es gibt hier tatsächlich verschiedene Wege. Der einfachste wäre, das einfach kurz runterzubrechen und zu hoffen, dass das einfach so akzeptiert wird. Ja, in der Regel funktioniert das so nicht. Deswegen dachte ich mir, ich mache das Ganze heute ein bisschen ausführlicher. Das wird ein leicht nerdiges Video, aber ich möchte sicherstellen, dass du am Ende des Videos verstehst, warum das alles so ist. Und ich glaube, das gab es so tatsächlich noch nicht. Ich werde hier auch jede einzelne essentielle Aminosäure in ihrer Funktion erklären. Die Literatur dazu, die quasi als Quelle dient, werde ich natürlich anhängen, sowie auch alle Quellen, die die Formel oder auch meine Behauptungen, nenne ich sie jetzt mal, stützen. Dementsprechend werden wir heute einigen Dingen auf den Grund gehen, unter anderem, ob es wirklich von uns einfach nur Geldmacherei ist, dass die Formel jetzt etwas kleiner ist und wir den Preis dadurch gehalten haben. Zum anderen, warum Histidin nicht gleich Histamin ist, was auch sehr wichtig ist, weil ich das auch in den Kommentaren gelesen habe. Und eben viele kleine andere Geschichten, ne? Und dementsprechend, ganz, ganz wichtig, lasst uns damit loslegen. Ab geht's. Zunächst mal möchte ich einfach nur mal kurz ein paar Dinge anmerken. Eigentlich ist es ja nicht unbedingt notwendig, dass man auf Kommentare eingeht, die allein durch das Video, was beim letzten Mal der Fall war, widerlegt worden sind. Das heißt, zum Beispiel hatte sich einer beschwert, warum zum Beispiel HMB nicht mehr drin ist. Welchen Grund hat das? Ich habe das im Video erklärt. Also einfach zuhören, das ist manchmal ganz wichtig. Und dementsprechend kann ich auf solche Dinge nicht weiterhin eingehen. Und so ist es eigentlich auch mit diesem Vergleich, was den Preis angeht. Und zwar mit den Aminosäuren zusammen mit dem Ex-Performance-Enhancing-Blend-Ding, das ich mittlerweile fast schon bereue. Ich meine, ich fand es damals wirklich eine coole Idee und da sind auch gute Sachen drin. Der einzige Unterschied ist, bei steigenden Rohstoffpreisen musste man sich eben Gedanken machen, gehört das wirklich hier rein in die ERAs? Und die Antwort war einfach nein. Und das ist tatsächlich der einzige Grund. Jetzt, um das ganze Argument nochmal aufzurollen, haben wir tatsächlich dadurch, dass wir jetzt gefühlt weniger Aminosäuren drin haben und weniger Performance Enhancing Blend einen Schnapper gemacht und können euch noch mehr Geld aus der Tasche ziehen? Die klare Antwort ist nein. Die meisten von euch haben wahrscheinlich mitbekommen, dass die Rohstoffpreise extrem steigen und so auch und eigentlich mit am meisten sogar Aminosäuren. Wer das noch nicht wusste, also glaube ich zwar nicht, weil ihr werdet es eigentlich am Einkaufen merken, denn jede Marke hat mittlerweile teurere Supplements und das liegt vor allem an den teuren Rohstoffpreisen, vor allem eben an den teuren Aminosäuren. Citrullin ist teurer geworden, generell Aminosäuren sind unfassbar teuer geworden, sowie auch der Whey-Protein in Rohstoff. Und das alles ist der Grund dafür, dass es momentan wirklich schwierig ist, Preise zu halten, weswegen sogar wirklich die Preise durch die Decke schießen im Supplementmarkt. Um das einmal kurz zu erklären. Wir haben gehabt, vorher, soweit ich mich erinnere, 10,8 Aminosäuren ungefähr in unserem Aminosäurenprofil insgesamt. So, jetzt haben wir ca. 0,6 Aminosäuren weniger. Dafür haben wir aber eine Aminosäure mehr. So, wenn man das Ganze jetzt runterbricht, ist es einfach, sich das auszurechnen. Das bedeutet, wir haben insgesamt pro Aminosäure im Durchschnitt haben wir weniger Gehalt. Böse, scheiße, gemein, Geldabzocker. Bis dahin habe ich es verstanden. Jetzt ganz kurz, um das Ganze zu erklären, ist Folgendes sehr wichtig. Ich werde euch im folgenden Video klar machen, welche Aminosäure oder welche essentielle Aminosäure im Körper welche Funktion hat. Danach werde ich euch auch aufgrund der Evidenz, die ich anhängen werde, versuchen zu erklären, wie man dann auf die einzelnen Dosierungen kommt. Das wird ziemlich interessant. Dann kann man sich nochmal sein eigenes Bild machen, ob das denn jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Ein letzter Abschnitt zur Kürzung oder fast Entfernung der Performance Enhancing Blend. Ashwagandha, das da drin war, um den Stress zu unterdrücken, wirkt nicht akut. Deswegen hat es in einer Performance Enhancing Blend eigentlich nichts verloren, auch wenn es gut gemeint war. Das habe ich über die Zeit eingesehen und dementsprechend ist dieses Video auch, so wie das letzte auch, nichts weiter als ein Eingestehen auch von meinen Fehlern. Und dementsprechend ist das eigentlich auch etwas, wo man sagen müsste, ja,
Also versetzt euch mal in meine Lage. Bock habe ich darauf nicht. Niemand hat Bock, Fehler einzugestehen. Und manche könnten sagen, ja, das kratzt jetzt aber an seiner Authentizität, was die Produktentwicklung angeht und so weiter. Ich persönlich sage nein, ich entwickle mich dahingehend einfach immerhin weiter und kann das mittlerweile so einsehen. Genauso wie auch HMB. Es gibt tatsächlich so gut wie keine Evidenz für HMB, beziehungsweise für die direkte Funktion, wenn man sie jetzt in so einer Matrix mit dabei hat. Das ist alles sehr, sehr schwammig. Ich bin zwar nicht unbedingt so, dass ich sage, wenn etwas jetzt nicht perfekt evidenzbasiert funktioniert, wirkt es nicht, bestes Beispiel Kreatinol-O-Phosphat, aber hier zum Beispiel hat es dafür gereicht, dass man gesagt hat, es hat da eigentlich nichts verloren. Und so zieht sich das eigentlich durch die ganze Performance Enhancing Blend, denn man hat dann einen Vergleich gemacht, hat gesagt, so und so viel kostet, das ist jetzt nicht das teuerste überhaupt, aber mitunter hat das schon ein bisschen was extra gekostet, vor allem ist übrigens Ashwagandha auch wieder sehr teuer geworden, vor allem KSM, und dementsprechend musste man dann sagen, können wir uns vielleicht nochmal wirklich aufgrund der neuesten Standards Gedanken über die EAA-Formel machen und da vielleicht noch was rausholen? Und die Absicht war tatsächlich zu sagen, wenn es sein muss, erhöht man die EAA-Formel auch. Quasi von den Grammanzahlen und so weiter und so fort. Und hat gesagt, da investiert man dann rein. Durch die steigenden Rohstoffpreise für Aminosäuren. Und jetzt bitte überleg ganz logisch. Du hast eine Aminosäurenblend. Die kostet so und so viel Geld. Wir sind hier. Jetzt steigen die Preise. Das war 29,90 für euch, dann wären wir jetzt mittlerweile hier zum Beispiel, ja? Zum Beispiel bei 34,90. Jetzt ist es so, dass man sagt, okay, wir nehmen zum Beispiel die Performance Enhancing Blend raus und kommen wieder hier irgendwo an. Das ist doch relativ logisch, oder? Das bedeutet, die Aminosäuren sind teurer geworden. Die Performance Enhancing Blend ist raus und trotzdem konnte man den Preis halten. Es ist nicht so, dass man gesagt hat, wir kürzen die Performance Enhancing Blend und 0,6 Gramm Aminosäuren oder was weiß ich, um euch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich verstehe gar nicht, woher dieser Quatsch kommt. Abgesehen davon, wir haben eine neue Aminosäure drin und das ist auch so ein Ding, wo ich sagen muss, ich persönlich muss da auch einen großen Fehler eingestehen. Und da finde ich es krass, dass wirklich auch Leute sagen, okay, das ist falsch, dass jetzt Histidin drin ist. Dazu kommen wir noch. Das finde ich krass, weil tatsächlich, wenn man jetzt zum Beispiel in die Welt der Produktentwickler, in der Wissenschaft und so weiter guckt, ist genau, dass ich zum Beispiel gegen Histidin war, ist eigentlich wirklich, ist fast schon peinlich. Denn das beruht, diese Annahme, dass Histidin nicht in Aminosäuren drin sein muss, in essentiellen Aminosäuren, beruht auf einem Fehler, der sehr weit zurückliegt. Und daraufhin haben das immer mehr Institute und Papers und so weiter übernommen. Das hat eigentlich keine wissenschaftliche Basis gehabt, das war nur ein Fehler. Und das Histidin-Histamin-Ding, dazu kommen wir wie gesagt noch, das ist unter uns gesagt, kann ich jetzt schon verraten, ist so einfach nicht richtig. Warum, werde ich natürlich auch noch erklären. Jetzt starten wir aber erstmal mit der Erklärung und das, glaube ich, gab es wirklich so in einem Video dahingehend noch nicht, von allen essentiellen Aminosäuren und ihrer Funktion. So, dementsprechend fangen wir einfach mal an mit den BCAAs und jeder von uns weiß, das sind Isoleucin, Leucin und Valin. Die BCAAs sind im Verhältnis 3 Gramm Leucin und 1,5 je Isoleucin und Valin enthalten. Ich kann hier schon mal Folgendes verraten. Ich habe tatsächlich bei der letzten Formel ein großes Augenmerk darauf gelegt, dass Isoleucin höher dosiert ist, und zwar um mehr als das Doppelte. Diese knapp 1,5 Gramm oder 1,8, die wir jetzt eingespart haben, sind tatsächlich hauptsächlich das, was fehlt. Und dadurch konnten wir viel wertvollen Platz einsparen, denn ich kann schon mal so viel verraten. Ich werde euch gleich erklären, was ich mir dabei gedacht habe. Jedoch ist das so in der Form gar nicht nötig. Das gebietet eigentlich schon das ideale Verhältnis, das jeder von euch kennt. Und ich kannte das auch, nämlich das 4:1:1 Verhältnis. Jeder von euch kennt das. Übrigens sind 2:1:1 Verhältnis. Übrigens sind Geschichten wie 4:1:1 oder 8:1:1 tatsächlich nicht nötig, denn es hat sich eben schon lange gezeigt, dass mehr Leucin eben nicht mehr bringt. Dementsprechend gab es ganz oft 4:1:1, 8:1:1 gab es auch schon. 2:1:1 ist dahingehend das beste Verhältnis für die maximale Stimulierung der Muskelproteinbiosynthese. Hierzu ganz kurz der Exkurs, was die einzelnen BCAAs so machen und warum die dann so dosiert sind. Isoleucin. Isoleucin ist ein sehr wichtiger anabolischer Komponent und tatsächlich ist Isoleucin ein Schlüsselkomponent dafür, andere oder generell Proteine zu bilden. Das ist ein verdammt wichtiger Punkt und deswegen auch hier eine sehr große Wichtigkeit. Interessanterweise hat sich gezeigt, dass Athleten mit einem Isoleucin-Defizit tatsächlich eher dazu tendieren, während einer intensiven Einheit, Training und so weiter und so fort, eher zum Beispiel Muskeln runterzubrechen, also Protein runterzubrechen quasi, anstatt Fett, was wir zum Beispiel wollen. Dementsprechend ist ein zu wenig vorhandenes Leucin auch ein Indikator dafür, katabol zu werden. Und dementsprechend passt das natürlich auch sehr zu dem Image der BCAAs und deswegen ist Isoleucin verdammt wichtig. Da Isoleucin hier wirklich eine Schlüsselfunktion einnimmt, habe ich mir damals gedacht, vielleicht kann man das eben auch noch ein bisschen höher anpassen
und könnte dadurch noch weitere positive Effekte erlangen. Tatsächlich werdet ihr später erfahren, dass dieses ganze Dosieren in ERA-Formeln kaum evidenzbasiert möglich ist, sondern es eher eine Art Rumprobieren aufgrund von logischen Schlussfolgerungen von den Eigenschaften der einzelnen Aminosäuren ist. Und dementsprechend wird es oft so gemacht, auch bei anderen Marken, dass verschiedene Aminosäuren höher dosiert werden, um Dinge auszuprobieren. Manchmal, das muss ich aber auch stark kritisieren, einfach nur damit sie eben hoch sind, ohne dass sie irgendeinen Nutzen hätten. Und genau das, finde ich, verwirrt viele von euch. Und auch das ist unnötig teuer, deswegen zahlen viele von euch dann auch mehr, als sie müssten. Und da haben wir hier hingehend eine Korrektur, weil ich selbst eingesehen habe, dass eben das 2:1:1 Verhältnis dahingehend am klügsten ist und dieses Verhältnis hier von Isoleucin absolut angebracht ist und ausreicht. Kommen wir zu Leucin, das berühmteste Mitglied der BCAAs. Leucin ist bekannt als der Zündschlüssel für den Motor der Muskelproteinbiosynthese. Das kann man definitiv auch so stehen lassen. Warum diese 3-Gramm-Regel von Leucin tatsächlich auf dem heutigen Stand sehr verwirrend ist, dazu kommen wir später nochmal. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt einfach nur mal darüber sprechen, was Leucin eigentlich tut. Leucin hilft Zuckerlevel oder Glukoselevel quasi im Muskel zu regulieren, ist auch beteiligt zum Beispiel an der Wundheilung und auch an der Hormonproduktion, was schon mal eine sehr, sehr wichtige Sache ist. Interessant ist auch, dass Leucin wesentlich daran beteiligt ist, zum Beispiel zu verhindern, dass bei Einwirkungen durch Trauma, Stress zum Beispiel, also Training auf Muskulatur, zu viel Muskelprotein abgebaut wird. Wie wir jetzt ja hören oder wissen, die meisten von euch werden es wissen, sind die meisten BCAAs unglaublich wichtig für Athleten von unserem Sport. Jedoch ist es interessant, dass wirklich Leucin tatsächlich die weitreichendsten Effekte hat, wenn es um Muskelaufbau und wichtig, auch für die Bulletproof ERAs, Muskelerhalt geht. Daher kommt dieser Hype von Leucin. Das bedeutet, deswegen ist natürlich das, was ich eben gerade bei Isoleucin erklärt habe, wird bei Leucin sehr, sehr viel gemacht. Das heißt, je mehr Leucin, desto besser wird hier sehr, sehr schnell vermutet und deswegen gibt es Formeln mit unfassbar viel Leucin. Tatsächlich ist es so, dass die aktuelle Evidenz sagt, dass mehr Leucin eben nicht mehr bringt. Das kann ich später nochmal genau erklären, vor allem eben nicht in ERAs oder BCAAs, weil wenn es eben schnell verfügbar ist, die MPS auch nicht zu lange anhält und so weiter und so fort. Dazu komme ich aber noch. Mitunter ist hier einfach wichtig zu wissen, Leucin ist unglaublich wichtig und es sollte in einer adäquaten Dosierung vorhanden sein. Vor allem, wie wir gehört haben, hier haben wir tatsächlich die Schlüsselrolle, wenn es darum geht, Muskelaufbau einzuleiten und Muskelabbau zu verhindern. Valin wird für Muskelwachstum und eben auch zum Reparieren der kaputten Muskelfasern benutzt. Tatsächlich hat es die Fähigkeiten, dem Muskel Energie zu geben, indem es Zucker bereitstellt, um es ganz einfach auszudrücken. Dahingehend hat es eben auch die Möglichkeit, extra Energie bereitzustellen und so zum Beispiel auch Muskelermüdung etwas hinauszuzögern. Man sagt hier sehr, sehr schwerwiegend verhindern. Ich möchte jetzt mal sagen, etwas hinauszuzögern. Und da lässt sich eigentlich schon hier diese Kernfunktion der BCAAs erkennen. Das ist eigentlich alles, was ich gesagt habe, schon sehr gewichtend, schon sehr, sehr wichtig. Bitte vergesst eine Sache niemals. Die BCAAs können ohne das Beisein der anderen essentiellen Aminosäuren kaum ihre Arbeit verrichten und all das, was wir eben gehört haben, eben nicht komplett entfalten. Wie ich eben schon teilweise gesagt habe, sind sie daran beteiligt, andere Aminosäuren oder Proteine mitzubilden. Und genau da liegt die Kernfunktion eines guten Produktes von essentiellen Aminosäuren, denn es müssen die weiteren proteinogenen Aminosäuren damit gebildet werden. Kommen wir zur kontroversen Aminosäure Histidin. Histidin ist eine essentielle Aminosäure. Lustigerweise ist das hier in diesem Text tatsächlich einfach nur ein Druckfehler. Hier steht nämlich, dass es eine semi-essentielle Aminosäure ist. In der Grafik vorher tatsächlich oder in der Auflistung der Tabelle der essentiellen Aminosäure ist es allerdings drin. Und es wird auch im ganzen Paper hier wie eine essentielle Aminosäure behandelt. Lustiger Zufall, aber tatsächlich ist das natürlich eine essentielle Aminosäure. Deswegen gehört sie auch in die essentiellen Aminosäuren rein. Histidin ist die erste immunologische und toxikologische Verteidigungslinie des Körpers. Das bedeutet, Histidin ist verdammt wichtig für das Immunsystem und kann unter anderem auch dabei helfen, Schwermetall abzubauen. Das nur mal nebenbei. Dementsprechend, so kommt dieser Satz zustande, Histidin ist eigentlich verdammt wichtig für uns. Interessant auch an Histidin ist, dass es auch auf das zentrale Nervensystem wirkt und zwar sehr protektiv. Wir erinnern uns, das zentrale Nervensystem wird vor allem während dem Training stark belastet und hier lässt sich definitiv schon eine erste oder zwei sehr, sehr gute Funktionen davon erahnen. Während langfristige, zu niedrige Histidin-Level tatsächlich in Korrelation gestellt werden oder auch verantwortlich dafür sind, dass du Krankheiten wie Parkinson oder Arthritis bekommen kannst, ist es tatsächlich interessant, dass beobachtet wurde, dass langfristig gesehen hohe Level von Histidin indirekt den Muskelaufbau fördern können. Wie meine ich das?
Das, was ich jetzt sage, werden einige von euch vielleicht schon mal gehört haben, auch Stichwort Beta-Alanin. Histidin ist tatsächlich der Präkursor von Carnosin. Wie komme ich jetzt auf Beta-Alanin? Carnosin ist der körpereigene Säurepuffer, den wir haben. Das bedeutet, wenn unser Muskel anfängt zu übersäuern, dann dient Carnosin als Puffer, bis es soweit ist. Nimmst du zum Beispiel Beta-Alanin, kann dein Körper mit Histidin neues Carnosin bilden. Und dadurch übersäuert dein Muskel schwerer später. Natürlich ist das gut für deinen Muskel, ja, für dein Muskelwachstum, für den Muskelreiz. Und dadurch kannst du besser Muskeln aufbauen. Interessanterweise ist es so, dass man natürlich versucht hat, Carnosin direkt zu supplementieren. Man aber festgestellt hat, dass man durch eine Langzeitsupplementation von Histidin bessere und weitreichende Effekte hat von dem Carnosin, das aufgebaut wird. Das heißt, länger anhaltendes Carnosin. Ja, natürlich, hier Beta-Alanin wäre ein extra Thema, über das man dahingehend sprechen muss. Aber darum soll es ja jetzt nicht gehen. Das bedeutet, Histidin ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Muskel später übersäuert und du mehr Muskelenergie entwickeln kannst. Das wiederum macht es tatsächlich in meinen Augen schon mal sehr, sehr wichtig und zu einer essentiellen Aminosäure. Ganz abgesehen von den anderen Gründen, die ich gerade genannt habe. Lysin ist nach Leucin die mengenmäßig wichtigste Aminosäure in der menschlichen Skelettmuskelmasse. Deswegen auch hier bescheiden, sage ich mal, hochdosiert und tatsächlich eine gewisse Wichtigkeit. Interessant an Lysin ist, dass es wirklich quasi sehr wichtig dafür ist, andere essentielle Aminosäuren mitzuproduzieren, was natürlich für uns, für ein ERA-Produkt sehr, sehr wichtig ist. Denn ich habe schon mal erklärt, dass es auch der Zweck eines ERA-Produktes ist, eben auch dafür zu sorgen, dass der Körper nach Aufnahme die anderen proteinogenen Aminosäuren selbst produziert. Abgesehen davon, dass Lysin wichtig dafür ist, bakterielle Infektionen im Körper abzuwehren, weil es quasi wie ein natürliches Antibiotikum wirkt, habe ich mir mal noch ein paar spektakuläre Facts hier rausgesucht aus den ganzen Vorteilen, die aufgelistet sind. Zum Beispiel ist Lysin mit anderen Aminosäuren zusammen daran beteiligt, mehr HGH in dir zu produzieren. Das ist natürlich ein sehr starkes Argument, zum Beispiel für eine Aminomatrix. Dementsprechend ist auch das hier zum Beispiel interessant und deswegen ist Lysin wahrscheinlich auch sehr mengenmäßig hoch angesehen und auch hoch angesiedelt in der Skelettmuskulatur, sowie eben dann auch in den ERA-Produkten. Lysin befeuert die metabolische Antwort, was im Endeffekt hier bedeutet, dass quasi mehr Energie freigesetzt werden kann für Muskeln, wenn sie unter Stress stehen. Das bedeutet für uns natürlich was sehr, sehr Wichtiges. Außerdem kann Lysin daran beteiligt sein, dass mehr Fettoxidation bzw. Fett als Nutzen für die Energiequelle bei einem Training genutzt werden kann. Dadurch wiederum kann Lysin verhindern, dass wir zu schnell Muskeln abbauen, weil andere Energiequellen eher herangezogen werden. Das alles sind nur ein paar der sehr nützlichen Effekte, weswegen Lysin in einer EAA-Matrix unerlässlich ist und eben auch hier drin ist. Methionin ist eine schwefelhaltige Aminosäure, die darüber hinaus die Fähigkeit hat, Fette zu spalten und eben auch zum Beispiel den Aufbau von Fetten in Arterien oder der Leber zu verhindern. Das ist eine sehr interessante Sache, denn Methionin ist tatsächlich stark antioxidativ. In meinem Hepa-Detox-Video habe ich auch in der hepatischen Detoxifikation Methionin als mit wichtigen Faktor genannt und genauso ist es eben. Tatsächlich ist es auch so, dass Methionin mit dafür verantwortlich sein kann, dass eine Fatty Liver, eine fettige Leber, tatsächlich eine Fettleber, etwas zurückgehalten wird. Natürlich ist das nicht der einzige Komponent, der hier wichtig ist, aber es ist interessant, das Ganze mal aus der Sicht zu hören. Wie man manchen Supplements entnehmen kann, die auch mit schwefelhaltigen Verbindungen arbeiten, ist es hier eben auch charakteristisch, dass Methionin sehr gut beim Aufbau von Gelenken und Sehnen helfen kann, aber auch bei Verletzungen dieser tatsächlich zur Hilfe kommen kann. Das gilt ja generell zum Beispiel MSM für schwefelhaltige Verbindungen und dementsprechend ist das hier natürlich auch ein sehr wichtiger Faktor, der für eine ERA-Matrix nützlich sein kann. Methionin ist außerdem an der Synthese oder an dem Aufbau von Kollagen beteiligt und ist ein sehr wichtiger Komponent für die Proteinsynthese. Genau deswegen natürlich auch sehr wichtig für eine ERA-Matrix. Phenylalanin ist hier deswegen essentiell, weil es vor allem bei der Produktion anderer Aminosäuren hilft, die sehr wichtig sind. Außerdem interessant an Phenylalanin ist, dass es zum Beispiel bei der Produktion von Adrenalin beteiligt ist und eben bei anderen Neurotransmittern, die für uns, für das Gehirn und für die Response im Training zum Beispiel und für das Handeln von Stress zum Beispiel sehr wichtig sind. Deswegen auch ein sehr, sehr wichtiger Platz hier in einer Aminomatrix, tatsächlich mengenmäßig hier sehr niedrig angesetzt, weil tatsächlich auch laut der WHO und so weiter gar keine großartigen Mengen dafür notwendig sind. Deswegen wäre es hier zum Beispiel unnötig, das Ganze nach oben zu pushen, auch wenn zum Beispiel ein rein in der Theorie vielleicht adaptogener Effekt oder irgendwas wie Adrenalinreaktion stellt mehr Glucose zur Verfügung und so weiter und so fort. Ja, ganz nett klingt, jedoch ist einfach nicht mehr vonnöten und dementsprechend nehmen wir diese Effekte sehr, sehr gerne mit. Das
deswegen ist es so dosiert, wie es ist. Und bei uns mit ca. 650 Milligramm waren es, glaube ich, dosiert und enthalten. Ganze 1,1 Gramm Treonin sind drin. Das ist deswegen wichtig, weil es in Neuroelektrolyte konvertiert, die wichtig für unser zentrales Nervensystem. Wie schon erwähnt, das wird im Training stark belastet. Deswegen hier auch ein sehr wichtiger Faktor. Interessant auch insgesamt zu sagen, dass dieses Treonin tatsächlich für eine Art Balance von Protein im Körper sorgt und auch an der richtigen Funktion von Gelenken und Sehnen beteiligt ist. Zu guter Letzt Tryptophan. Und hier tatsächlich ein sehr niedriger Gehalt, vor allem weil hier einfach die Standards dahingehend, was die Evidenz angeht, nicht allzu hoch sind. Du brauchst nicht zu viel dafür. Das liegt unter anderem daran, dass Tryptophan zusammen mit Isoleucin, Leucin und Valin um denselben Transporter konkurriert, also quasi da mit andocken müsste. Interessant an Tryptophan ist, dass es ein Präkursor von Serotonin ist. Das haben viele von euch vielleicht schon mal gehört. Interessant daran ist, dass das eigentlich dazu da ist, um Schmerz zu unterdrücken. Freies Tryptophan dockt im Körper quasi an, zerebral, und formt daraus Serotonin. Dieses wiederum kann dafür sorgen, dass vor allem auch bei Training der Schmerz etwas unterdrückt wird, also die Ermüdung auch etwas herausgezögert wird, zumindest die direkt spürbare Ermüdung. Natürlich ist das nicht das gleiche Prinzip, wenn ich jetzt sagen würde, du nimmst beim Training eine Schmerztablette und spürst dadurch den Schmerz nicht mehr. Das ist doof, ne? Weil das braucht man ja irgendwo. Aber hier geht es eher darum, dass man sagt, so ein bisschen mehr Toleranz dahingehend, damit man besser trainieren kann. Und der Effekt ist sicherlich auch minimal anzusehen, jedoch doch wichtig in einer essentiellen Aminosäurenmatrix. Deswegen hier zumindest 100 Milligramm Tryptophan enthalten. Puh, so, das war ein bisschen trocken. Ich habe es aber relativ krass abgekürzt. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, aber ich habe ja so ein bisschen Evidenz angehangen. Ihr könnt euch den Spaß machen und euch das komplett durchlesen. Wichtig, also auf diesem Paper steht auch noch sehr viel anderes cooles Zeugs. Wer wirklich mal die Zeit hat, der sollte sich das wirklich komplett reinziehen. Das ist richtig krass, was da an Infos drin steht. Und dementsprechend haben wir jetzt aber ein ungefähres Bild davon, was die ERAs denn eigentlich können müssen. Und hier nochmal zur eigentlichen Funktion der ERAs. Ich habe es jetzt schon mehrmals gesagt. Ich finde es nur immer wieder wichtig, dass es verstanden wird. Weswegen auch zum Beispiel die sogenannte MAP-Formel dahingehend ja so ein bisschen hinkt. Denn du musst dafür sorgen, dass die essentiellen Aminosäuren dazu in der Lage sind, die restlichen proteinogenen Aminosäuren in deinem Körper zu bilden, dadurch die Muskelproteinbiosynthese zu steigern und eben Muskelabbau zu verhindern im besten Fall. Das ist der Sinn der Sache. Hier hat die MAP-Formel zum Beispiel gesagt, wir gleichen uns sehr an das menschliche Aminosäurenprofil an, hat aber nicht bedacht, dass wir erstens 9 essentielle Aminosäuren dafür brauchen und zweitens, dass wir eben nicht nur die möglichst gleiche Menge wie in der menschlichen Skelettmuskulatur brauchen, sondern eben auch einen Mehraufwand etwas zumindest, damit eben auch die restlichen proteinogenen Aminosäuren daraus gebildet werden können und wir den Effekt von ERAs haben, den wir haben wollen. Und genau da ist der springende Punkt. Jetzt kommen wir nämlich dazu, warum sind diese Aminosäuren so gewichtet? Warum wird das so gemacht? Warum ist in einem ERA-Produkt genau diese Menge? Wo steht das? Wo ist die Evidenz? Worauf bezieht ihr euch? Ich habe hier eine Evidenz angehangen, in der wird groß und breit erklärt, wieso der tägliche Bedarf an den verschiedenen Aminosäuren eines Erwachsenen aussieht. Das ist auch alles, was es dazu gibt. Kein Scheiß. Dementsprechend ist genau das der Richtwert, den man hat. Man nimmt zum einen die Funktion der Aminosäure, die sie erfüllt. Zum anderen nimmt man den Richtwert, der für den täglichen Bedarf angegeben wird. Und daraus muss man dann Annäherungswerte bilden, was man glaubt, wie viel durch eine Einmalgabe davon erreicht werden kann. Gibt es irgendwo eine Evidenz, die das stützt? Nein, die gibt es einfach nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Aminosäurenmatrizen, also entsprechen oder basieren auf keiner Evidenz. Die sind tatsächlich immer Annäherungswerte, die laut Vermutung und angepasst von ihrer Funktion einfach so zur Anwendung kommen. Mehr ist es tatsächlich gar nicht. Und das ist die ganze Evidenz dazu. Ich weiß, das ist dahingehend ein bisschen schockierend, aber das Einzige, worauf man sich hier weitestgehend stützt, ist dieses 2:1:1 Verhältnis der BCAAs. Und da ist man irgendwann mal auf diese 3 Gramm Leucin gekommen, die die Muskelproteinbiosynthese maximal stimulieren sollen. Und dazu können wir jetzt kurz nochmal kommen. So, wir haben vorhin schon gehört, was Leucin so kann, das brauche ich nicht nochmal wiederholen. Dementsprechend hat man irgendwann gesagt, 3 Gramm Leucin stimulieren sie maximal. Es ist wichtig zu verstehen, dass auch weniger Leucin die Muskelproteinbiosynthese stimuliert, nur eben nicht so stark. Jetzt müssen wir uns anhören, unter welchen Bedingungen diese 3 Gramm Leucin festgelegt wurden. Die Bedingungen waren folgende, und zwar 3 Gramm Leucin aus der Quelle Whey-Protein und in nüchternem Zustand. Warum erzähle ich euch das?
Naja, wir müssen nur einfach verstehen, dass hier die Absorptionsgeschwindigkeit oder die Passierbarkeit des Magen-Darm-Traktes eine wichtige Rolle spielt. Dementsprechend kann man sagen, diese 3 Gramm Leucin kommen wirklich nur zustande, weil A, nüchtern und B, das Whey-Protein einfach eine relativ schnelle Absorption hat. Würde es jetzt zum Beispiel ein Nahrungsprotein sein oder gar ein Casein, würde das eine viel höhere Menge an Leucin erfordern. Und so einfach ist das eigentlich zu rechnen. Gehen wir jetzt zurück zu den Bulletproof EAAs oder zu generell EAAs, dann ist es so, dass die Absorption ja eigentlich noch viel, viel schneller ist. Dementsprechend rein von der Logik hinkt das ganz schön, denn rein für ein EAA-Produkt bräuchte man sogar noch weniger Leucin dahingehend gesehen. Dafür ist die Muskelproteinbiosynthese nicht allzu lang stimuliert. Das ist aber ganz normal. Man stimuliert sie dann wirklich nur in dem Moment, um eben was zu erreichen. Die ganzen Effekte, die ich eben bei den EAAs genannt habe, unter anderem eben das Verhindern von Muskelabbau. Das ist okay so. Das ist eine kurzzeitige Stimulierung der Muskelproteinbiosynthese, im besten Fall auf ein Maximum. Und im Umkehrschluss, auch wenn du Nahrungsprotein zu dir nimmst, ist diese natürlich auch längerfristig stimuliert. Weswegen man sich meistens gar nicht so krass Sorgen machen muss, ob man jetzt alle 2 bis 3 Stunden auf sein Protein kommt. Natürlich ist das ein netter Richtwert, aber man sollte einfach wissen, dass das Verdauung und die Muskelproteinbiosynthese, die Stimulation bei Nahrungsprotein tatsächlich etwas länger vonstatten geht. Deswegen auch hier finde ich für euch eine sehr, sehr wichtige Information. Rein nach den heutigen Standards in der modernen Wissenschaft wird diese 3 Gramm Leucin-Regel tatsächlich sehr stark angezweifelt. Vor allem, wenn es eben darum geht, sie in einem Intra-Workout zu nutzen. Tatsächlich ist generell die Evidenz für die Wirksamkeit der EAAs als Intra-Workout mehr als ernüchternd. All die Effekte, die ich eben aufgezählt habe, die sind tatsächlich so da. Aber ob das direkt dann wirklich so stark gegen den Muskelabbau wirkt oder Muskelaufbau fördernd ist, das sei tatsächlich noch dahingestellt. Diese Evidenz steht aus. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir damit maximal die Muskelproteinbiosynthese stimulieren und wir kennen die Effekte dieser. Und genau deswegen nehmen wir Bulletproof EAAs. Das habe ich aber auch schon in jeder Fragerunde beantwortet, in der ich das gefragt wurde. Tatsächlich ist es so, dass man ja mittlerweile gar nicht so genau weiß oder noch nie so genau wusste, inwiefern BCAAs oder EAAs, auch EAAs, tatsächlich einen direkten Einfluss auf den Muskelaufbau oder die Hemmung des Muskelabbaus haben. Das ist viel Theorie und viel Zusammengereime. Und das ist tatsächlich ernüchternd für euch, das weiß ich, aber das habe ich auch in jeder Fragerunde schon so beantwortet. Warum nimmt man dann EAAs? Naja, eben genau aus dem Grund, weil man weiß, dass diese Stimulation der Muskelproteinbiosynthese tatsächlich einen positiven Effekt zur Wirkung haben könnte und ein bisschen natürlich auch, weil sie geil schmecken und weil man eben auch möchte, dass es wirkt. Und ja, auf die Gefahr hin, dass das natürlich weniger EAA-Verkäufe zur Folge hat, das ist aber etwas, das solltet ihr alle schon mal gehört haben und das ist eine Wahrheit. Ganz wichtig für euch alle. Zu guter Letzt das Histidin- und Histamin-Thema. Zuallererst müssen wir verstehen, dass Histamin ein unglaublich wichtiger Stoff ist für die Immunabwehr und eben auch für das Gehirn. Das klingt auch schon so ähnlich wie die Argumente vorhin von Histidin, jedoch geht es hier gerade um Histamin. Das ist erstmal ganz wichtig. Histamin ist also nichts Schlechtes, sondern essentiell und sehr, sehr wichtig. Bei einer Histaminintoleranz kann der Körper aber nicht zwischen dem eigenen Histamin und dem Histamin aus der Nahrung unterscheiden, weswegen es zu unkontrollierten Immunreaktionen kommt. Jetzt ganz, ganz wichtig, in den Bulletproof EAAs ist aber kein Histamin, sondern Histidin. Ist das nicht das Gleiche? Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird behandelt wie das Gleiche, aber es ist tatsächlich nicht das Gleiche, denn du musst dir einfach vorstellen, Histamin entsteht, wenn Histidin fermentiert wird. Also fermentierte Lebensmittel, Reifungsprozesse von Lebensmitteln, die enthalten dann letzten Endes Histamin. Und darauf ist ein Augenmerk zu legen. Es gibt tatsächlich überhaupt keinen Beleg dafür, dass Histidin einfach so im Körper zu Histamin wird. Das passiert nur durch diese Fermentation und dadurch nimmt man dann Histamin auf. Histidin, ganz wichtig, ist mit 1,5 bis 3% in so ziemlich jedem Nahrungsprotein enthalten. Dementsprechend müsste, wenn jetzt die Bulletproof EAAs durch das Histidin eine negative Histaminreaktion hervorrufen würden, was ja nicht der Fall ist, müsste diejenige eigentlich auch auf jegliches Nahrungsprotein empfindlich reagieren, wenn es nur Histidin und noch nicht Histamin enthält. Genau das ist eben nicht der Fall. Entsprechende Evidenz gibt es dazu. Es gibt sowohl die Evidenz dazu, dass Histidin und Histamin nicht miteinander korreliert, wenn es eingenommen wird, und eben auch entsprechend zur Funktion von Histidin im Körper und von den Nebenwirkungen, wo eben nichts von Histamin gesagt wird oder auch überhaupt nicht festgehalten wurde. Natürlich habe ich auch diese Evidenz hier angehangen. Dementsprechend ist es ganz wichtig für euch zu verstehen. Ich weiß nicht, woher das kommt.
Tatsächlich habe ich das ein oder andere Mal auch schon gehört. Aber Histidin ist kein Histamin. Nimmst du Histidin zu dir, produzierst du dadurch nicht mehr Histamin. Du nimmst nur mehr Histamin auf, wenn du Histamin isst, durch fermentierte Lebensmittel zum Beispiel. Und genau darauf ist dein Augenmerk zu legen. Nicht eben auf das Histidin, das wir brauchen, das eine essentielle Aminosäure ist und übrigens, wie gesagt, in jedem Nahrungsprotein enthalten ist. Wie gesagt, ich habe hier sogar eine aktuelle Studie von 2020, die genau aufzeigt, dass eine Histidin oder dass ein Histidinkonsum in Menschen nicht mit Histaminproduktion oder Erhöhung korreliert. Könnt ihr nachschauen und ansonsten sind natürlich auch alle weiteren Quellen, die meine Aussagen hier stützen, verlinkt. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video so ein bisschen Licht in die ganze Geschichte bringen und ich muss auch sagen, ich war so ein bisschen nicht schockiert, aber also ich war so ein bisschen verwirrt. Ich möchte zum Ende einfach nochmal anbringen. Wir haben es übrigens auch geschafft, hier statt 21 ganze 27 Portionen zum selben Preis abzuliefern. Mit einer absolut effizienten Aminomatrix, die wirklich, wenn überhaupt, dann so gut funktionieren kann. Ohne den ganzen Schnickschnack. Wir haben etwas, tatsächlich immer noch etwas von der Elektrolytmatrix drin. Wir haben das Ganze ja auch noch gestützt durch das Kokosnusswasserpulver zum Beispiel und eben das Himalaya-Salz. Dahingehend haben wir immer noch das Nötigste getan, wo wir gesagt haben, das bringt tatsächlich noch etwas. Insgesamt haben wir aber ein großes Augenmerk darauf gelegt, dass die Aminomatrix bestmöglich ausgestattet ist. Und ich habe euch gerade die Argumente hierfür geliefert. Das bedeutet, wenn ihr in Zukunft versucht, irgendein ERA-Produkt zu bewerten, macht euch bewusst, dass ihr das auf nichts stützen könnt. Nicht mal die 3 Gramm Leucin-Regel ist tatsächlich in Stein gemeißelt und heutzutage, wie ihr gehört habt, tatsächlich auch stark anfechtbar. Dementsprechend sind das alles immer Annäherungswerte, die aufgrund der Funktionen und eben des kompletten Tagesbedarfs der Aminosäuren eines Menschen ausgerichtet sind. Da hatte ich euch ja auch tatsächlich eine Studie angehangen, bei der man einfach sieht oder ein Paper, bei dem aufgelistet ist, wie hoch so der tägliche Bedarf der Aminosäuren insgesamt bei einem Mann ist. Das in Relation zu dem, welchen Nutzen sie haben. Das ist eigentlich die Formel, von der man versucht, auf eine perfekte ERA-Matrix zu schließen. Schlicht und einfach. Dementsprechend war es das hier mit dem Video. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie du das Video fandest. Fandest du es ein bisschen trocken? Fandest du es too much? Oder fandest du das tatsächlich hilfreich? Ich glaube, wie gesagt, so genau wurde das noch nicht erklärt. Ich habe mir Mühe gegeben, nicht zu weit auszuholen, es nicht zu weit auszuführen. Bin auf alles eingegangen, was den Bulletproof ERAs jetzt vorgeworfen wurde und habe es tatsächlich inklusive Evidenz nochmal widerlegt, beziehungsweise belegt, warum das Ganze so ist. Und ich denke, ich habe dir hiermit auch einen sehr guten Merkzettel mitgegeben oder eine sehr gute Richtlinie dafür, wie du ERA-Produkte oder generell Aminosäuren zu werten hast oder zu sehen hast. Und dass es tatsächlich nicht so einfach ist zu sagen, das muss so sein. Denn auch wenn es viele nicht zugeben wollen, hier ist viel Try and Error im Einsatz. Und das ist ganz normal, denn es gibt keine feste Evidenz zu einer perfekten Aminomatrix. Das möchte ich jetzt nochmal am Schluss sagen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lass mir gerne ein Abo auf dem Kanal da. Schreib in die Kommentare, was deine Gedanken dazu sind und wir sehen uns das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding. Will you fucking fight back?